Hi YouTube und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Aiden, schön, dass du eingeschaltet hast. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus einem Twitch-Livestream von Halo Infinite mit mir. Und ja, wir hatten bereits schon mal ein sehr cursed Match. Ich verlinke das Ganze euch immer am Ende des Videos. Aber wir haben ja schon festgestellt, dass das Matchmaking in Halo Infinite nicht gerade sehr freundlich zu mir ist. Und dieses Video hier zeigt, dass das nicht gerade eine Ausnahme ist, sondern durchaus im selben Livestream ein paar Mal passieren kann. Und das beste Beispiel ist eben dieses Match. Was meine ich genau mit dem Matchmaking? Ja, manchmal darfst du halt wirklich einfach fucking zu zweit gegen gefühlt 6 Leute spielen, weil deine eigenen Teammates so schlecht spielen und so derartig reinrennen, dass sie ja im Endeffekt dem Gegnerteam helfen. Ich kann das oftmals nicht anders erklären. Also es ist teilweise wirklich cursed, was dabei rumkommt. Und ja, schaut euch einfach mal das Match an. Ihr werdet sehen, dass ich dabei richtig mad werden kann. Und das Ganze ist halt einfach das Ergebnis eines Streams, der immer worse wurde, weil ich immer schlechteres Matchmaking gekriegt habe. Und das am Ende, ja, war so ein bisschen das i-Tüpfelchen. Nehmt das Ganze bitte ein bisschen mit Grain of Salt, weil das ist nie wirklich richtig beleidigend oder so gemeint, sondern ich bin einfach mad. Ich bin einfach nur, wenn mich das Ganze ein bisschen aufregt. Wir sehen uns aber am Ende des Videos wieder und dann sprechen wir mal ganz kurz darüber. Oh no, weg hier, weg hier, weg hier. Oh, der hat wohl ein bisschen falsch auf seine Dinger geachtet. Ach ne, stupid. Oh, ich komm da nicht hoch, Mann. Dankeschön. Ich dachte, die werden ja dann. Konzentriere mich jetzt mal die Runde ein bisschen mehr, deswegen verzeiht mir, wenn ich mal kurz in dieser Runde nicht ganz so viel spreche, sondern lediglich vielleicht den ein oder anderen abfälligen Kommentar über meine Gegner verliere. Das ist wohl nix. Oder über meine eigene Leistung. Muss ich mich nicht einlassen drauf. Respekt. Von wo? Normalerweise zeigt die Kamera ungefähr in der Richtung, wo es herkam, aber in dem Fall nicht. Das ist mir scheißegal. Ich dich trotzdem, du kleiner Hodensack. Warum auch nach hinten blicken?
Ich wusste, dass ich keine Chance habe, den wegzukriegen, deswegen habe ich eine Nade angeheftet. Ich hasse diese Bastarde, Alter. Das war ein guter Hit, den hat er sich verdient. Ich habe keine Mates. Ich habe legit keine Mates. Ich habe einen Mate. Die sind zu viert. Ich habe keine Mates. Das ist einfach nur memehafte Vollspargos, Alter, die. Ach, ja, den habe ich zu spät gesehen. Ja, das sind auch dann zwei Leute in einem Team. Piep, kannst du bitte aus dem Match verschwinden, nicht löschen und nie wieder dieses Game anfassen? Weiß, der kann wahrscheinlich nicht mehr was dafür, ne, der Dude. Der wird einfach nur seine erste fucking Runde in diesem Spiel spielen. Aber warum wird beim Heiligen Herrn und alle Satanisten, die dazu gehören, so ein Spasti in mein Team reingepackt? Der kann nichts dafür, der Typ. Gar nichts. Ich hasse gerade das Spiel dafür, dass das so ein Matchup macht. Stirb. Wie, du lebst noch? Nein, oh Gott. Ja, ein bisschen Spaß muss ich mir erarbeiten. Das ist ja alles kein Spaß mehr. Okay, das war funny. Das war funny. Das lasse ich ihm.
Danke, Chat. Danke, Chat. Danke, Chat. Wir waren zu zweit. Möchte ich nur noch mal am Ende hier noch mal anmerken. Die hatten einmal komplett sogar durchgeswitcht, weil am Ende diese nicht-männlichen Spieler mit der Niederlage nicht klargekommen sind. Diesen Typ, sorry, ne, ganz ehrlich, sorry, auch wenn der wahrscheinlich, der hat 506 Runden. Der wird gemeldet. Sorry, also da kenne ich nichts. What the fuck? Unsportliches Verhalten. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar, ey. Egal, wir haben trotzdem... Wir wollen ja positiv enden. Wir haben trotzdem, hey, Glanzleistungen noch abgerufen. Keine Ahnung, wo das herkam. Bin ich ehrlich. Das war fucking Arbeit. Auch hier großes Shoutout an Double Vodka. Ich weiß, du wirst das nicht sehen hier. Aber großes Shoutout an dich. Ich bin extrem happy, dass du bei mir im Team warst. Die anderen beiden, die waren also absolut nutzlos. Wollen wir ganz kurz gucken. Da, eine ATU von, seht ihr jetzt gerade nicht. Moment, ich wechsle mal kurz die Seite. Achso, das kann ich nicht. Also kann ich schon, aber zack und Übergang, zack. Dass ihr mal die ATU sieht. Also die KDE im Endeffekt. Der hat eine minus 15er KD. Das ist abartig. Ja, also im Sinne von, er hat zwei Abschüsse gemacht und 17 Mal gestorben. Das rechnet sich in kein Assist, genau, keine Unterstützung. Du kriegst für Unterstützungen, kriegst du irgendwie Komma-Wertungen oder sowas. Keine Ahnung. Da kommt dann irgendwie ein Komma 3 oder sowas pro Unterstützung, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen. Der hier, gut, war weniger sinnlos, aber trotzdem schon ziemlich sinnlos. Aber holy fuck, Alter. Also, dass ich so einen, dass so ein Mate reinkommt, der nichts tut außer sterben, also wirklich gar nichts anders tut, das ist schon übel. Ich bin auch häufig gestorben mit 13, aber ich habe wenigstens dann Kills nochmal reingeholt. Ja, das war das Match. Wahnsinn, ne? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie jemand mit 500 Matches oder über 500 Matches so eine KD hinbekommt. Das ist Wahnsinn. Also ganz ehrlich, ich kann mir das nicht erklären, wie man das so hinkriegt. Ich meine, man kann auch einfach schlecht sein. Das kommt auch noch da oben drauf. Nicht jeder Spieler ist unfassbar krass gut. Das will ich auch gar nicht sagen. Ich bin auch nicht der beste Spieler in allen Games. In anderen Games bin ich auch richtig scheiße. In Halo bin ich halt sehr gut. Dann bin ich da ein bisschen passionate. Ja, so kann man das vielleicht ein bisschen erklären mit. Aber trotzdem, ich finde es krass, weil gerade in Halo siehst du das am besten. Also da siehst du, das Matchmaking ist nicht so geil einfach. Es ist einfach nicht so geil. Und das ist das, was mich dann immer so ein bisschen aufregt an dem Spiel. Weil eigentlich liebe ich es. Ich liebe Halo Infinite ohne Ende, aber ich kann es nicht immer genießen. Also manchmal geht es richtig geil und manchmal geht es halt einfach nicht so geil. Und das Problem ist, solche Matches tun einem diesen versteckten Skill-Level unfassbar erhöhen. Weil was will denn das Game sonst noch denken? Ja, du carryst hier zwei Leute durch die Gegend. Ja, toll, das bringt mir aber am Ende auch nichts. Naja. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr solche Matches habt oder hattet oder schon mal hattet. Würde mich gerne interessieren, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn. Auch nochmal ein Shoutout an den einen Spieler, den ich jetzt gerade vergessen habe, wie er geheißen hat. Auf jeden Fall, solche Mates sind dann zwar sehr toll, wenn man sie mal bekommt, aber naja, sie sind halt nicht die Regel. Ich habe euch auf jeden Fall hier mal das Video verlinkt mit dem, ja, wo ich euch am Anfang des Videos erzählt habe, wo ich auch schon mal richtig gescrewt wurde für den Matchmaking. Und ansonsten hat euch YouTube noch irgendein anderes Video noch mit rausgesucht. Wenn es euch gefallen hat, abonniert das Ganze. Wenn es euch nicht gefallen hat, ja, dann halt nicht. Ansonsten gerne auch noch dramatisch bewerten. Das hilft mir immer. Ich freue mich auf euch in einem neuen, ja, Video oder im Livestream Montag und Mittwoch auf jeden Fall immer. Immer um 19.30 Uhr. Auf twitch.tv/8nier, so muss man vielleicht machen. Ja, und dann könnt ihr gerne einfach mal vorbeischauen, wenn ihr mit mir interagieren wollt. Da kommt Apex, da kommt Overwatch, da kommt Halo. Alles Mögliche so ein bisschen. Auf jeden Fall jede Menge Shooter, so viel kann man uns schon mal sagen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder. Ciao.